Von allen Getreidearten reagiert die Sommergerste auf das Striegeln am empfindlichsten. Trotzdem ist es auch bei dieser Kultur möglich, eine mechanische Unkrautregulierung durchzuführen. Sie kann zwischen dem Spitzen der Gerstensaat und dem Treiblattstadium erfolgen. Voraussetzung ist, dass die Saat mindestens 3 cm tief gesät wurde. Ein topfebenes Saatbett ermöglicht zudem das sichere Führen der Striegelzinken in der Tiefe. Pflanzenverluste von etwa 10-20% lassen sich durch entsprechend erhöhte Saatstärken kompensieren. Die Arbeitsgeschwindigkeit sollte anfangs nicht mehr als 2 km/h betragen. Bei guter Kulturverträglichkeit des Striegelns kann sie vorsichtig gesteigert werden. Bei der Arbeit laufen die Striegelzinken genau in der Gerstenreihe. Ist die Fahrt langsam genug, dann bleibt den Pflanzen Zeit, nach links oder rechts auszuweichen. Der Boden zwischen den Reihen wird schon allein von einem Zinken fast vollständig aufgelockert. Nach der Striegelüberfahrt tauchen die Getreidereihen fast unversehrt wieder auf. Die Pflanzen sind nur leicht verschüttet, ausgerissene Pflanzen gibt es nicht. Um die Güte der Arbeit zu beurteilen, ist es hilfreich, in ausgewählten Reihen die Pflanzen je Meter zu zählen und mit der Ausgangsdichte zu vergleichen. Die zarten Gerstenpflanzen haben nicht die Regenerationskraft wie Erbsen oder Ackerbohnen. Vollständig verschüttete Gerstenpflanzen müssen deshalb als verloren angesehen werden. Die Ackeroberfläche wird beim Striegeln oft stark aufgeraut. Dadurch erscheint der Gerstenbestand stärker ausgedünnt, als er es tatsächlich ist. Auf die Arbeitsgänge ab dem Treiblattstadium reagiert die Gerste weniger empfindlich. Nun kann mit höherem Tempo gefahren werden, zum Beispiel mit 4-6 km/h. Ein Vergleich zeigt, während am Feldrand das Ackerhellerkraut schon Samen trägt, ist die Gerste durch das Striegeln zufriedenstellend reingehalten worden. Einzelne nachkeimende Unkrautpflanzen werden jetzt durch die stark bestockte Gerste unterdrückt und entwickeln sich nur noch schwach. Verbliebenes, unterständiges Unkraut, hier der Erdrauch, dient Nützlingen als Lebensraum, wie dem Marienkäfer als Eiablageplatz. In der Schossphase wird der Gerstenbestand zunehmend kräftiger und wirft genügend Schatten. Ab diesem Zeitpunkt sollte dann der Striegel auf dem Hof bleiben. Ein erneutes Befahren des Bestandes führt möglicherweise zu einer ungleichen Kornabreife. Die Gerste reift nun ab und unterdrückt das Unkraut bis zur Ernte.